Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel ERC Ingolstadt gegen die Eisbären Berlin am 7. Spieltag der Deutschen Eishockeyliga. Das Endergebnis vor 3044 Zuschauern in der Saturn Arena lautet 2:3. Ich darf Ihnen die beiden Trainer vorstellen. Uwe Krupp von den Eisbären Berlin, herzlich willkommen. Und natürlich unser Head Coach Tommy Samuelsson. Das erste Statement gebührt wie immer unseren Gästen. Ja, guten Abend. Wir haben heute Abend gegen eine sehr gute Ingolstadter Mannschaft gespielt. Die sind gut aufgestellt vom Torwart über die Abwehr, die sind sehr tief in den Reihen und ja, wir wussten, dass es wir müssen einfach spielen hier. Ingolstadt ist aber hat 3 Spiele hintereinander gewonnen und wir sind in guter Form und ja, wir haben es versucht, von Anfang des Spiels durchzuführen. Ich denke, die ersten 40 Minuten waren aus unserer Sicht ziemlich zerfahren. Der Spielfluss war nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber die letzten 20 Minuten haben wir besser gespielt. Natürlich das eine Tor, das 3:2, gibt der ganzen Sache natürlich auch etwas Format und ein bisschen Profil, wo die Mannschaft dann sich zu bekennt und fokussiert darum. Aber insgesamt waren die letzten 20 Minuten gutes Eishockey von unserer Mannschaft. Wir sind froh über die 3 Punkte und ja, und am Sonntag geht's weiter. Dankeschön. Vielen Dank. Tommy, dein Statement bitte. Ja, zum Ersten gratulieren Uwe und seine Mannschaft um die 3 Punkte an. Von meiner Sicht war das ein hochintensives Eishockey, endlich von Este Bulli. Sehr ausgeglichene Partie über 40 Minuten, aber wie Uwe sagt, letzte Drittel war Berlin besser als uns. Leider ist das so, dass wir machen einen Fehler, wenn der Schiss seine Führungstreffer zum 3:2 dann, aber das ist in solchen engen Partien oft Kleinigkeiten, wo macht der Unterschied. Ein Unterschied finde ich auch über das ganze Spiel ist eigentlich, dass unsere Gegner ist ein wenig besser vor dem Tor, vor beide Toren an uns. Das macht auch einen Unterschied. Ja, muss nur dies abhaken und marschieren weiter für Sonntagsspiel. Tommy, vielen Dank. Gibt es Fragen aus der Runde? Hans Fischer steht schon auf. Frage zu den beiden Verletzten an Tommy Samuelsson. Olsen und Schopper sind verletzt. Wie ist da augenblicklich der Stand? Tag für Tag eigentlich. Beide war besser heute und dann schauen wir morgen an. Wir hatten noch 48 Stunden oder 3 Tage bis nächstes Spiel und hoffentlich geht es die Healing so gut, dass beide dabei sein können am Sonntag. Ja, bitte. Eine Frage zu Verteidiger Matt Pelic. Der hat heute zum wiederholten Male bei einem Gegentreffer kapitalen Fehler gemacht. Wäre es hier nicht gut gewesen, wenn man mal ein Zeichen setzt? Schütz bekommt gar keinen Einsatz. Ja, aber das ist so, du warst auch lange dabei in diesem Geschäft und das ist ganz unmöglich, spielen ein Spiel über 60 Minuten ohne Fehler. Und alle machen wir Fehler, ich mache auch Fehler. Und jetzt ist das wichtig, dass man geben positive Energie zu diesen Spielen, wo man Fehler macht, dass man nicht das weiter so machen in Zukunft. Noch weitere Fragen? Ich sehe keine. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Nächstes Spiel ist ja bereits am Sonntag wieder hier bei uns in der Saturn Arena. Gast an die Thomas Sabo Ice Tigers. Bis dahin, euch einen guten Rückflug morgen und Dankeschön.